Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World. Mit mir dabei ist der Sandrik Hi. und der Hale. Hallo. Ja, wir haben seit der letzten Folge schon ein bisschen was gemacht. Der Maggie hat vor allen Dingen was gemacht. Der hat nämlich mit den Monstern rumgespielt. Genau, es gibt eine Mod, die nennt sich Osborn Mod. Und die fügt ganz viele große Monster hinzu. Eins haben wir auch schon kennengelernt, war dieser Wurm. Und da waren aber viele in den Configs deaktiviert. Und die habe ich jetzt einfach mal aktiviert. Das heißt, wir können jetzt auf ganz viele neue große Monster treffen. Super passend dazu ist natürlich meine Rüstung total herunter, wenn man unten rechts sieht. Also meine Weste hat noch 61 Punkte und meine Schuhe haben, nee, meine Hose hat noch 3 Punkte, sonst habe ich keine Rüstung. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir ein paar Monster uns krallen und dann vielleicht die Rüstung von denen anziehen können. Wie sieht eure Ja, Rüstung aus? kaputt auch, ja, kaputt, Ja, definitiv. meine auch. Also nicht, dass ich jetzt richtig verstanden habe, diese Mod, die haben wir jetzt nicht neu drauf gemacht, die gibt es schon auf dem Server und wir haben jetzt die Config-Datei ein bisschen modifiziert, dass wir auch hier tatsächlich jetzt viele böse Monster haben. Ja, genau. Ja, das klingt gut. Ansonsten von meiner Seite aus kann man jetzt sagen, ich habe ein neues Mischpult. Das alte war wirklich nicht so toll. Zumindest hat es mir nicht so gut gefallen. Und ja, das neue macht einen viel besseren Eindruck. Ist leider auch eine Ecke teurer gewesen. Deswegen wollte ich das am Anfang erst gar nicht kaufen. Aber es macht doch, es sind sehr große Unterschiede dazwischen. Oh, ich habe ein Buch bekommen. Und ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass meine Tonaufnahme endlich mal ein bisschen besser ist. Auf Twitter hatte ich es ja schon angekündigt. Und ja, schauen wir einfach mal, was ihr dann so dazu sagt. Ja, ihr könnt dem Harley auch mal schreiben, wie seine Tonqualität ist, weil das muss er natürlich jetzt erst noch rausfinden. Mit dem neuen Gerät kann er jetzt viel mehr da. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Wir sind ja hier in diesem Eisgebiet und müssen, glaube ich, nach Westen, oder? Genau, wir sind immer nach Westen. Ich habe jetzt gerade bei mir die Karte mal aufgemacht und wir sind schon sehr weit von zu Hause weg, aber Sag mal, wie ist letztendlich das denn bei dir? egal. Der Harley und ich haben festgestellt, dass unsere Karten gar nicht mehr da sind. Also wir haben nur noch so. Jetzt ist die Karte wieder da. Die Karte ist. Okay. Welche Karte? Meine Karte ist da. Ja, das. Ja, aber bei Maki und bei mir war gestern Abend die Karte nicht da. Ach so. Bist du hier der Spieleröffner? Nee, kann doch nicht sein, oder? Es gibt keinen Spieleröffner, das ist nämlich unser Dedicated Server, ist der Spieleröffner sozusagen. Wir haben gestern keine Karte gehabt. Beide nicht. Na gut, Oh, dann mir fällt hier gerade was auf. Uns mal Richtung Westen schon mal langsam losmachen. Hab ich aus den Augen verloren. Wir haben doch, Maggi, hast du Holzfackeln einstecken? Ja. Bau doch hier gerade mal mit der in die Ecke zwei. Ach, guck mal da, mit Holzfackeln funktioniert das, mit Steinfackeln nicht. Ja, Ich das kann hier stimmt. neben. Guck mal, ob du eine Holzfackel dazusetzen kannst. Nee, geht auch nicht. Auch nicht. Ich finde die Steinfackeln eigentlich schöner als die Holzfackeln, aber. Könnt ihr mir kurz sagen, was das hier für ein Außenposten ist? Ja, das ist der Outpost Nummer 10. Ja, dann. Jetzt muss ich überlegen. Genau, wir sind hier. Es gab hier. Das war ja das. Wir hatten die Aufnahme das letzte Mal eigentlich schon beendet und dann habe ich dann doch nochmal kurz auf Play gedrückt, beziehungsweise auf Record, nachdem ich 2 Meter weitergelaufen bin. Da drüben ist er auch. Hier, ein. Oh, das ist sogar ein ganz böser. Ein Krokodil. Ja, das habt ihr ja am Ende der letzten Aufnahme gesehen, wie ich dann stiften gegangen bin. Deswegen habe ich das nochmal kurz hinten dran geschnitten. Das musste ich euch zeigen. Also, oh, ja, scheiße. Nein, ich wollte Ja, doch weg. Es hat der ist mich böse. angezündet, vergiftet und ich bin blind, aber jetzt geht's wieder. Maggi auch gleich hinterher, nicht schlecht. Ich glaube, wir sollten uns einfach trollen hier. Das ist. Der ist ein bisschen zu stark. Ja, gut, das haben wir Das uns alle landet dreimal da. angezündet. Sehr schön. Okay. Kann man mal machen, Leute. Kann man mal Ich machen. stand doch oben drauf. Ja, das hatte ich damals auch. Das heißt, du hast meine Aufnahme nicht gesehen. Aber die kommt ja auch eigentlich erst, ja, Heute. heute, genau, heute Mittag kommt die raus. Wo auch die Ja. vielen Dinos zu sehen sind und so. Viele Dinos, jetzt ihr könnt euch ja schon auf was gefro könnt euch schon auf viele neue Monster freuen. Der Magi und ich haben ja gestern hier schon ein bisschen Guck gearbeitet mal, noch. hier ist ein Schwein mit, das Fastnachts verkleidet ist. Passt ja, weil das ist ja gerade leider Fastnachtswochenende. Einen Helm hätte ich gerne. Ich habe hier einen ganz komischen Sound. Ist das. Ja, Ist das das hier auch könnte lauter? ein neues Monster sein. entweder ein Gottesanbeter oder eine Biene. Irgendwas hat Guck mich gerade mal. vergiftet. Ja, ist dieses Gras, was ihn vergiftet. Welches Gras? Was ist da? Dieses Poison Ivy oder wie? Also es gibt so kleines Gras. Da drüben Da sind wieder kann man das so vergiftet Hirsche sehen. oder sowas.
Hier geht's tief runter. Die Frage ist natürlich, wie lange wollen wir denn jetzt noch hier expeditieren? Oder was? Ja, lass uns noch ein bisschen nach Westen laufen, weil ich weiß ja schon, dass da ein Dorf kommt. Ich war ja das letzte Mal schon bis dahin gelaufen. Und ich würde sagen, wir machen mal bis zu dem Dorf, dass ihr das alle mal gesehen habt. Und dann drehen wir wieder um und dann laufen wir einen anderen Weg zurück. So ein bisschen versetzt, sodass wir noch ein bisschen mehr sehen. Haltet ihr davon? Brauchen wir hier dieses Zuckerrohr? Haben wir Zuckerrohr schon bei uns an der Base? Wir haben jetzt eine Zuckerrohrfarm. Habt ihr aufgebaut, ja? Ja, der Maggi und ich, wir haben ja das letzte Mal schon erzählt, das Bauen von der Sortieranlage, weil wir schon so viele Materialien haben und man das ja umschichten musste, hatten wir ja schon angekündigt, wir machen das im Off und der Maggi und ich haben das gebaut und es war wirklich gut, dass wir es im Off gemacht haben, weil wir haben 5 Stunden gebaut. Ja, das wären ein paar Folgen geworden, ja. Ja, und das wäre einfach zu langweilig für ein Let's Play geworden, deswegen haben wir das im Off gemacht, aber wir haben alles so gebaut, dass wir jetzt die Maschine zwar zum Laufen gekriegt haben, aber so die Designsachen und das Einbauen in die Bude und dass wir alles schick machen und so, das machen wir dann tatsächlich auch im Let's Play, sodass ihr das sehen könnt. Also wir haben fast nur die Technik gemacht und ein bisschen was anderes. Ich muss mal kurz den Regen leiser stellen, der ist mir doch ein bisschen zu laut. Den Regen habe ich glaube ich nur noch auf 10%, weil der wahnsinnig laut ist. Ja, das Wetter halt gesamt. Hier hinten kommt jetzt ein Dorf, aber ich glaube, das ist nicht das Dorf, was ich meine. Das ist glaube ich ein neues Dorf, oder? Ich glaube, das ist schon das Dorf. Hey, das ist schon das Dorf. Deswegen, das hat sich irgendwie nicht so wirklich gelohnt. Ja, dann gehen wir vielleicht trotzdem mal ein Stück nach Westen. Wo sind denn jetzt die vielen tollen Monster und die Dinos? Ja, ja, freu dich drauf, dass... Oder kommen nur nachts raus? Nee, das ist... Also manche kommen dann... Also ich finde, wir spielen hier mehr Savanne als Jurassic World, weil ich sehe viel mehr Tiere, die man so in Afrika beheimatet findet. Das stimmt. Hier ist irgendwas in die Luft geflogen. Und damit ist mein Spiel wieder abgestürzt. Das tut mir leid, liebe Leute. Ich habe dieses Problem heute leider des Öfteren. Ich stoppe mal meine Aufnahme. So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Jetzt könnt ihr mich auch wieder hören und sehen. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute von Hale. So, guck mal hier, wir können hier Wolle abbauen, dass wir uns wieder Betten bauen können für unterwegs. Ja. Hier ist ein Pisten, den können wir auch mal mitnehmen. Was gibt's hier so? Glaub ich nicht. Nur Schrott. Ja. Hier ist ein Hase. Wir sind mal so freundlich und bauen den jetzt hier noch. Ach komm, Hase, hau ab. Mal den Boden wieder hin. Die ganzen Sachen, die brauchen wir also nicht. Ich brauche ja eine neue Rüstung. Sollen wir kurz, hier ist so ein Eingang zu so einem Stollen unter der Stadt. Sollen wir mal kurz reingehen, ein bisschen was farmen, dass wir uns vielleicht neue Rüstungen bauen können? Oder sollen wir lieber Monster jagen? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir können noch mal kurz nach Materialien suchen gehen. Aber hier sind schon Monsters in der Stadt. Warum auch immer. Ich glaube, das regnet. Mit Afro oder wie, dass das so ist. Was ist hier denn los? Okay. Mhm. Da unten der Stollen, wo Maggi gerade herkommt. Ja. Das Dorf ist aber nicht so groß, ne? Hä? Was? Das Dorf sah nicht so groß aus. Nee. War auch ein bisschen unterhalb. Und die Elefanten sind tatsächlich sehr laut. Die Elefanten sind wahnsinnig laut. Ja. Osmium, das können wir aber nicht mehr gebrauchen. Osmium kann man nur Rüstung machen, die eigentlich relativ gut ist. Echt? Ja. Weil Waffen können wir hier nämlich nicht bauen aus Osmium. Deswegen weiß ich nicht, wie das mit Rüstungen aussieht. Rüstung lässt sich nicht, Osmium lässt sich nicht schmelzen, glaube ich. Oder doch, lässt sich schmelzen. Ja, die Stone Light Box, die sind eigentlich ganz cool. Die sind so wie Glowstone, nur ohne Glowstone. Könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Ups, jetzt bin ich aber meine Waffe weggeschmissen. Ja, wir haben Fackeln dabei, dann können wir hier ein bisschen beleuchten. Ist aber jetzt dumm, weil hier gibt es gerade nicht so viel Zeug zum Abbauen, was wir jetzt so sehen. Wollten wir jetzt graben oder wollen wir lieber weiterziehen und gucken, dass wir unterwegs vielleicht noch eine größere Höhle finden, wo wir gleich schon sehen, Material in den Wänden ist. Ich will jetzt hier noch die Büsche mitnehmen, nachdem ich jetzt festgestellt habe, die sind doch ganz gut. Okay. Wobei eigentlich braucht man sie auch nicht wirklich. Also die Elefanten sind auch ein bisschen übertrieben, so wie die Töröten, oder? Ja.
Oh, irgendwas hat sich abgegradet. War das bei ja, jemand vor euch? Ja, ich habe jetzt Haste. Ah ja. Auf meinem Spitzhacke. Gut, dann... Was haben wir hier oben? Fossilien. War aber nichts drin. Ja, die tröten schon extrem laut. Was haben wir denn hier? Options, Music, Hostile Creatures. Die kann man ein bisschen leiser stellen. Aber keine Hostile Creatures. Dann ist es halt Friendly Creatures. Aber das bringt nicht wirklich viel, habe ich festgestellt. Ja, dann lass uns hier mal ist mal Eisen. Weiter. Ich habe Eisen gefunden. Sehr gut. Ich habe. Haben wir auch Brennstoff? Ja, müssten wir auch haben. Wie war jetzt das aktuelle, der aktuelle Stand? Osmium mitnehmen oder nicht mitnehmen? Können wir ruhig mitnehmen. Hat jemand das Eisen schon abgebaut? Ja. dann wollen wir uns das Osmium mal holen. Certus. Charge Certus. Das ist den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Tatsächlich was Seltenes. Das ist sehr schön. Das war richtig viel. 6 Stück. Das ist ordentlich. Genial. Hast du Glück drauf bei dir schon? Kohle können wir auch ich mitnehmen. Ich hab Glück drauf, ja. Oh, hier ist auch noch Eisen. Oh, läuft. Ich habe Luck. Ja. Da, da hätten wir schon mal ein bisschen Eisen. Wir hätten ein bisschen Kohle. Holz müssten wir... Wo haben wir eigentlich unser ganzes Holz abgelagert? Ich weiß ich gar nicht mehr. Von der letzten Folge hatten wir doch so viel Red Ant Trollblock. Was ist denn bitte ein Red Ant Trollblock? Roter Ameisen Trollblock. Ja, ja, das ist mir schon klar, die deutsche Übersetzung. Nein, 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 mach den nicht. Das ist so wenig wie deine Termiten. Genau. Okay, da kommen dann viele, viele Ameisen raus. So Feuerameisen ja. Wahrscheinlich oder so. Hast du den kaputt gemacht und wirst du verfolgt? Nein, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ich bin ja nicht lebensmüde. So, es ist draußen Nacht. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil müsste jetzt ziemlich viele Monster geben und wir wissen noch nicht genau welche. Wir haben nur 2 Stück bisher gesehen. Die sind aber auch böse hier. Naja, dann gehen wir jetzt einfach in ein Haus schlafen. Irgendwas ist explodiert? Ja, ein Creeper. Welches Haus wollen wir denn annektieren? Weiß nicht. Das ist zu klein. Das hier ist so offen. Ich würde sagen, wir nehmen hier hinten das Große, wo man hier so hochlaufen muss. Ja. Das hat sogar eine Tür, ja. Das hier können wir große, Betten hinstellen. Da steht sogar schon ein Bett. Muss. Das habe ich da gerade hingestellt. So, ich habe auch noch ein Bett. Oh, eine Sternschnupfen. Ein Sternschnupfen ist hier niedergegangen. Den muss ich mir noch holen. Ja, dann, ich würde sagen, wie nennt sich dieses Dorf? Weiß nicht. Oder wollen wir einfach Outpost 11 plus Dorf machen? Ja, machen wir es doch einfach so. Also, New, das Ganze nennt sich Outpost 11 plus Dorf. Ah, großes D, sieht schöner aus. Dann hatten wir 250-50, hatte ich damals gesagt, ne, Magi? 50-50-200. Ja, ja, ich bräuchte noch einen. Jetzt ist die Karte wieder weg. Jetzt bräuchte ich noch irgendwie ein Bett. Outpost. 11 plus Dorf. So, dann machen wir mal noch schnell hier mal eine Workbench hin mit einer angeschlossenen Kiste. Haben wir Material für eine Kiste noch? Haben wir noch? Jawohl. So, für eine Kiste reicht mein Holz noch. Kannst du auch noch gleich ein Bett für Sandring machen? Ich habe nur noch, mir fehlt eine Wolle, dann kann ich ein Bett noch machen. Ja, ich hab da Wolle reingelegt. Ah ja. Aber ich habe kein Holz, wir müssten... Da ist dein Bett. Okay. Wir hatten noch wie viel... Ach, ich habe eh noch Wolle, stimmt, ich kann noch ein Bett bauen. Ich habe ja immer mal gern noch ein Bett in der Hinterhand, sozusagen. Ja, mach nur ganz kurz zum Fackeln. Was? Hallo, ich kann dir noch mehr Wolle geben. Du kannst mir noch mehr Wolle geben, jawohl. Dann gib doch lieber noch, pass auf, Sandrick, dann nimm dir doch auch nochmal ein Bett raus für das. Ich meine, wir brauchen ja eh noch ein paar mehr Dinge. Hier, du musst dir ein Bett hier aus dem Links rausnehmen. Ah, warte mal, ich mach gerade mein Inventar leer, aber ich habe zu viel rausgeworfen. Sozusagen ein Reisebett.
Ich habe da mal in den Öfen brenne ich gerade was, also Eisen und so. Ja, das ist gut. Ja, dann sollten wir schlafen gehen, damit wir weiterkommen. Aber hier sind natürlich Monster draußen unterwegs. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal um die kümmern. Ich kann schlafen. Okay. So, kann dann haben wir ja alle hier geschlafen. Stehen lassen oder mitnehmen? Nee, die bleiben hier stehen. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Eisen, nicht viel. Wollen wir da jetzt noch kurz warten und oder was machen wir jetzt? Das sollten wir noch mitnehmen, weil das brauchen wir halt. So, hier draußen verbrennen die Monster ganz schick. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Oder hat jemand noch Holz? Nee, wir haben irgendwie das Holz von dem Megabaum, den wir da gefällt haben, haben wir irgendwie irgendwo eingelagert. Ich glaube, da nimmt Aber ich gehe einfach mal ein paar Bäumchen fällen. Genau, weil dann können wir nämlich noch eine Doppelkiste daraus bauen. Das reicht schon. So viel mehr brauchen wir auch gar nicht. Wobei, wir könnten jetzt was zu essen mitnehmen hier. Und wenn wir schon mal an einem Dorf sind. Ja, ja, die schönen Elefanten. So. Oh, wer hat denn hier das Wasser kaputt gemacht? Welches Wasser? Ich meine, die Farm kaputt gemacht. Ist ja lustig. Hier oben ist die Farm in Ordnung. Stimmt. Ja. Hier wird alles rausgeschwemmt, was ihr oben erntet. Praktisch. Ach, hier in der Mitte ist die Farm kaputt. Wo das Wasserloch ist tatsächlich. Aber ich habe keine Erde einstecken, also ich weiß nicht, was da, wie das dazu gekommen ist. Ach, hier Maulwürfe. Seid ihr vielleicht schuld? Ist ja fast wie der letzte hier hat ziemlich viel Rüstung dabei. Weil ich glaube, ich habe kein Glück bei mir drauf. Nee, ich habe keine Rüstungsteile gekriegt. Ich bräuchte halt echt Rüstungsteile. Ja, ich brauche nur ein Chestplate, den Rest habe ich noch. Hier ist ja auch irgendwie... Ach, also meine Schuhe sind in der Zwischenzeit nämlich auch kaputt. Also 13... Aus mir muss da noch drin. Ach, das waren wahrscheinlich vorhin die Creeper gewesen, die explodiert sind. Das kann gut sein, ja. Osmium, sagst du? Und 17 Eisen ist ja schon fertig. Aber was können wir jetzt hier mit dem Osmium machen? Rüstung. Man könnte hier zum Beispiel eine Brustplatte machen. Ah, okay. Mal her. Ja, ich habe noch eine Brustplatte, aber sonst habe ich gar nichts. Also wir können ja mal gucken. Ich würde aber auch Eisen nehmen. Wenn kein Osmium mehr da ist. Ach so, stimmt. Das muss ja nur ganz normal gecraftet werden. Ja. Mach mal das Feld in der Zwischenzeit hier in Ordnung. Ein bisschen. Sandrik. Ich komme. Maggi, du hattest Holz gesammelt, ne? Bisschen, ja. Dann bau doch mal die Kiste groß. Was habe ich denn hier? Skeleton-Fragment, Zombie-Fragment. Kann man sich hier so neue Viecher bauen oder was? Ist nicht. Sehr schön, jetzt kann ich mich auch mal hier abladen. Oh, Leute, lasst uns weiterziehen. Ich nehme mal hier Cookie. Ich nehme mal ein Crafting-Table mit, aber ich kann einfach gerade, die Elefanten sind mir ein bisschen zu laut. Wir müssen dann irgendwann eine Expedition machen, um das ganze Zeug mal wieder zu holen auch, ne? Ja, das machen wir dann. Stimmt. Aber nach Westen kommt jetzt Wasser, wenn wir... Dann sollten wir nach Norden oder Süden, das war so ein Bogen laufen. Ich gucke nochmal bei mir auf die Karte, wie das da so aussieht. Nach Norden sieht ganz gut aus. Was ist denn hier los? Meine Karte sagt mir, ich bin unerforscht. Ah ja, das hatten wir gestern auch. Aber ich glaube in der Zwischenzeit, dass es da dran liegt. Wir müssen in der Karte, glaube ich, einstellen. Weil ich in einem Haus bin. Nein, das ist, du bist in einem Haus. Du hast über dir was drüber. So, genau. Geh aus dem Haus raus und du siehst wieder alles. Nach Norden oder nach Süden? Was wollen wir machen? Ich würde sagen nach Norden. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. So, ich muss erstmal essen. Ich habe Toast gemacht. Ich würde gerne so einen Schwenker in den Wald nochmal machen, aber... Wald? Der da oben im Nordwesten kommt. Den kann ich noch nicht sehen, aber lasst uns dann da hingehen. So, wer, seid ihr alle bereit? Können wir los? Lucky Plockbook.
Ich bin gerade noch am Sortieren. Also ihr habt jetzt Wolle dabei, um euch Betten zu machen. Ihr habt oder eventuell im Idealfall noch ein gutes Bett dabei für die nächste Basis. Dann hat jemand noch zwei Eisen einstecken? Ja, mach hier doch in der mal eine Schere. Mach mal eine Schere. Ja, stimmt, wir müssen die ja nicht schlachten. Ich hab eine Schere gemacht. Dann lasst uns weiterziehen. So, ein bisschen Kohle nehme ich auch mit. Den Zertus nehme ich auf jeden Fall mit. Den Cookie nehme ich mit. Die Karotten lasse ich da. Hala, hast du noch ein Bett für mich? Nee, aber ich habe zwei Wolle. Okay. Ich habe nämlich kein Bett mehr. Ja, ich dir meine Wolle gegeben. Das finden wir jetzt unterwegs, dann würde ich sagen. Okay. So, Tür zu, unser Haus. Wir können da ja mal kurz eine Fackel dranhängen, zum sagen, dass es auch tatsächlich unser Haus ist. So. Gut, dann gehen wir mal nach Norden. Ich bin schon ein paar Meter weit gelaufen, aber nicht so weit. Ja, ich sehe dich. Ja. Hier ist ein Totempfahl. Was ist denn hier mit dem... Das Wetter flackert bei mir im Hintergrund zwischen hell und dunkel. Jetzt nicht mehr. Ja, das liegt an dem Totempfahl da. Wir haben auch hier einen Doppelmond. Habt ihr das schon gesehen? Was? Hier ist ein Doppelmond. Wo? Okay. Direkt vor uns. Bei mir ist hier, ich sehe hier auch bei mir im Video einen Doppelmond. Okay. Bei mir nicht. Das liegt vielleicht an deinem Texturenpack. Achtung, hier ist Gülle. Ja, ja. Und da hinten sind interessante Streifen am Horizont. Ich müsste euch nochmal bei Gelegenheit mal gucken, ob ich meine Grafikeinstellung jetzt eigentlich richtig gemacht habe. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Aber ich meine schon. Die Elefanten hier. Oh nee. Ach ja. So, hier kommt jetzt auch Wasser. Stimmt. Die Bäume sind eigentlich interessant. Was haben wir denn hier? Prärie. Das auch. Ja, ja, aber so von der Art, wie sie gewachsen sind, halt nicht so wie normale Eichen wachsen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir hier auf den Berg hoch. Da oben ist irgendwas. Versuchen Blaues. Noch ein bisschen weiter nach Norden zu laufen, aber so, dass wir dann wieder Richtung Süden zurück zu unserer Base laufen können. Okay. Hier ist noch ein Lucky Block. Nimm ihn mit. Wir sind Krabben. Oh, das war ein Lucky Block, der war eher bad, hä? Ja, der hat Bumm gemacht. Der Lucky Badass Block. Hüpf, hüpf, hüpf. Dann kraxeln wir jetzt mal den Berg hoch. Ich bin außen rumgelaufen. Aber hier für einen Baum? Pinien? Achso. Haben wir schon Pinien? Nimm mal mit. Halle, du, also, wir hier geht's hoch, Leute, hier geht's hoch. Ja, Halle. Ja? Wollten die andere Richtung. Wir wollten wieder in Richtung Heimat. Ach so. Ey, wir wollten noch ein Stück weiter nach Norden und mal gucken, was ich da so kommt. Ich denke nach Norden und dann nach Osten abbiegen. Wir müssen ja auf östlichen ja, Kurs nach Hause. Nach Osten, stimmt. Entschuldigung. Ich habe Süden gesagt, aber ich meinte natürlich Osten. Weil so weit sind wir noch nicht. Jawohl doch, wenn wir jetzt rüberlaufen, dann kommen wir. Ja, könnte funktionieren. Also die Base ist 2400 Meter weit weg. Stimmt. 270 Frames habe ich hier, ist ja Wahnsinn. Ich habe 106. Aber ich habe ja auch viel mehr Texturenpacks drin. Ich bin gleich oben. Ich bin schon oben. Aber irgendwie ist hier nicht so sehr viel. Ja, wir haben ja so ungefähr dieselbe Hardware. Das ist ja nur leichte Unterschiede im Prozessor und im Speicher. Hier geht's nochmal höher. Der Server leckt gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Bei mir nicht. Nö, bei mir läuft oder das ich auch werd gleich, oder ich werde gleich zurückgesetzt, das könnte natürlich sein. Nee, du bewegst dich so teleportierend. Ich bin halt schon ein Stückchen nördlicher als ihr, glaube ich. Ja. Das heißt, ich könnte die Karte aufdecken. Du kannst nicht nördlicher sein, wir sind ja hier am Ende der Welt. Nein. Am Wasser. Also ich bin bei... Ich bin definitiv nördlicher. Wir sind hier am nördlichen Ende, danach kommt Wasser. Ja. Ich sehe euch aber auch gar nicht. Wir sind oben ja, auf du bist wahrscheinlich wieder in eine andere Richtung weitergelaufen, wie abgesprochen war. Nein. Da ist der Magi. Also Norden ist da, wo N steht, gell? Ja, ja.
Also wir sind bei minus 2124 zu 428. Ich bin bei minus 2379 zu 488. Ja, du bist, genau. Ich weiß genau, was du gemacht hast. Du bist, als wir gesagt haben, wir gehen erstmal ein Stück weiter nach Osten, weil jetzt hier Wasser kommt, bist du dann gleich nach Westen gegangen. Nein, ich bin nicht nach Westen gegangen. Ich habe den Berg umrundet. Aber ich glaube, einen anderen Berg als ihr meine. So, baue ich mir jetzt ein Schiffchen und mache eine Schiffsreise, oder? Ich weiß es nicht. Hier ist so viel Wasser um mich rum. Ich bin 380 Meter nördlich von unserem letzten Speicherpunkt. 2150 sind wir. Ihr seid östlicher. Ja. Maggi, wir sollten hier oben bleiben. Okay. Dann würde ich fast vorschlagen, der Mahale fährt mal hier rüber zu uns und wir warten hier auf ihn und in der nächsten Folge sind wir alle wieder zusammen. Ist ein Plan, wa? Ja. Gut. Dann macht's mal gut, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.